Hallo und herzlich willkommen zurück an alle auf YouTube. Ich habe hier ein schönes Spiel auf Steam gefunden, was noch in Demo-Zustand ist und erst im April rauskommt, nämlich Moving Out. Wir haben ja schon mal das Spiel Overcooked auf dem Kanal gebracht, was ich zusammen mit Marco durchgespielt hatte. Und ich habe mir gedacht, das sieht so ähnlich aus und könnte ganz witzig werden. Hab mir das Tutorial angeschaut und ich würde sagen, wir spielen Moving Out. Das ist ein Traum, der wahr wird. Ich kann kaum erwarten, mit diesem Knochenjob anzufangen. Let's go. Wir können es ja anzeigen lassen, was wir brauchen. Okay, wir brauchen 14 Sachen. Erstmal den Tisch. Nein! Wenn die Spielkonsole nicht runterfällt, kann ich vielleicht sogar direkt zwei Sachen einräumen. Nimm die mit. Das Bett? Okay. Dann Bett, komm mit. Ich häng fest. Okay, erstes Sofa. Aus dem Weg mit dir, Sofa. Hallo, Dino. Moin, moin. Sofa ist eingelagert. Warte mal, wenn ich das Bett noch reinschieben möchte, muss das Sofa aber aus dem Weg. Ah. Bett, komm mit. Wir lassen einfach mal die Fenster ganz, wenn wir es nicht kaputt machen müssen. Ah, raus mit dem Bett. Ich spiele Moving Out. Das ist noch eine Demo. Vielleicht hattest du was. Du guckst dir ja immer die Nintendo Directs an, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. Wir lassen die Fenster heil. Alles klar. Wenn ich mich recht erinnere, Domtendo hatte das in seiner Nintendo Directs vorgestellt. Nein, guckst du nicht. Und dann wird Canada Lover das Spiel kennen. Dann war es Canada Lover. Ich muss ausziehen. Also besser gesagt, ich helfe Leuten beim Ausziehen. Ich bin ein Umzugsunternehmen, was ich anscheinend alleine führe. Bring alles hier rein. Schön alles kaputt machen. Uah, einfach Stecker von der Wand ziehen. Ey, die schweren Sachen lassen sich aber schlecht tragen. Der Kühlschrank noch. Uah. Ja, das kann man mit zwei Leuten spielen. Aber ich weiß nicht, ob man die Demo mit zwei Leuten spielen kann. Ich glaube nämlich nicht. Hier hinten noch die Box. Boah, vielleicht bekomme ich sogar Gold. Es ist so knapp. Der Grill ist wahrscheinlich schwer, oder? Oh mein Gott, eine Sekunde an Gold vorbei. Ernsthaft. Das war so knapp. Oh nein. Was für ein tolles Konditionstraining. Ich habe einen Stuhl zerbrochen. Passiert, nicht so schlimm. Okay, 3 Sekunden an Gold vorbei. Bonusziele. Okay, es gibt Bonusziele. Zerschlage die Fenster, also alle. Zerschlage keine Fenster. Und bring die Flamingos her. Wir machen alles. Wir werden alles versuchen. Auf jeden Fall auf Steam kosten. Moment, ich mache diesmal auf jeden Fall alle Scheiben kaputt. Deswegen hier noch das Fenster kaputt. Hier das Fenster. Perfekt. Dann muss ich gleich noch die Flamingos mitnehmen, bevor ich das letzte rein tue. Flamingo 1. Ich weiß nicht, ob der als drin zählt. Moment, ich tue den mal ein bisschen. Okay, ja, zählt. Alles klar. Und den Tisch noch. Wupp. Und... ist da noch irgendwo Platz? Hier in der Ecke oder so? Nein! Tisch, komm her! Okay. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal jedes der Bonusziele. Das Schwerste ist, glaube ich, echt das Bett hier rauszubekommen. Wo
Und du musst gut stapeln. Jetzt das Bett noch nebendran und dann bin ich zufrieden. Oh ja. Ja, da haben wir schon das Problem. Wenn ich es jetzt rausbekomme, ist okay. Ja, okay. Huiuiui. Bisschen hin und her schwenkeln. Perfekt. Okay. Das könnte Gold werden. Es liegt nicht schön, aber es ist okay, denke ich mal. Richtig rein. Perfekt. Kühlschrank. Oh, rein damit. Die Tische, die habe ich vergessen. Stimmt, die waren mit unter anderem das Schwerste. Der nächste Tisch. Oh, kein Problem diesmal. Perfekt. Es ist runtergefallen auf der anderen Seite. Oh nein. Lass mich durch, Tür. Sekunden für einen Grill. Das muss ich ja wohl schaffen. Drehen. Nächste Goldmedaille. Experte mittlerweile in dem Spiel. Okay, jetzt kommt das schlimmste Level.